Die Promi-News des Tages im Gala-Ticker, 30. Oktober 2021. Fans sicher, dass Gülcan Kamps Zwillinge bekommt. Gülcan Kamps, 39, erwartet zum ersten Mal Nachwuchs. Gemeinsam mit Ehemann Sebastian Kamps, 39, freut sie sich schon bald auf ihr Baby. Oder sind es etwa gleich zwei Babys, auf die sich das Paar freuen darf? Das zumindest vermuten Fans der Moderatorin aufgrund eines aktuellen Beitrags, den sie auf Instagram teilt. In einem kurzen Video präsentiert die werdende Mutter strahlend ihren Babybauch in Schlauchkleid und kurzem T-Shirt. Ich kann es nicht glauben, wie schnell meine Schwangerschaft schon fast an mir vorbeigeflogen ist, schreibt die 39-Jährige dazu. Und weiter, genieße jetzt nur noch und freue mich auf das, was kommt und unsere Kinder. Nanu, erwartet Gülcan etwa mehr als ein Baby? Das fragen sich nun auch ihre FollowerInnen. Kinder, werden es mehrere, zeigt sich ein User verwirrt. Du bekommst Zwillinge, das habe ich, glaube ich, bis jetzt verpasst, erklärt ein weiterer Fan. Kinder, ich wusste es. Es sind zwei, zig, gibt sich ein anderer sicher. Punkt. 29. Oktober 2021. Natalie Volk meldet sich aus dem Krankenhaus. Erst gestern hat Natalie Volk, 24, alias Miranda Di Grande, mit dem Löschen aller Paarbilder von sich und Partner Timur Akbulut für Trennungsgerüchte gesorgt. In ihrer Instagram-Story postete sie zudem eine kryptische Nachricht, die ebenfalls auf ein Beziehungsende hindeuten könnte: Wenn Gott eine Tür schließt, hör auf, dagegen zu hämmern. Was auch immer sich dahinter befand, war nicht für dich bestimmt, jetzt teilt das Model, das sich derzeit in New York aufhält. Ein besorgniserregendes Bild, Natalie ist im Krankenhaus. Sie befindet sich offenbar in der NYU Langwon Health Clinic in Manhattan. Auf dem Foto ist lediglich ihre Hand zu sehen. Um ihr Handgelenk ist ein Bändchen des Krankenhauses angebracht, auf dem sowohl ihr Name als auch ihr Geburtsdatum zu lesen ist. Was ihr fehlt, verrät Natalie allerdings nicht. Sarah Harrison, im Nagelstudio war sie einfach weg. Mit dieser bereits gelöschten Instagram-Story versetzt Influencerin Sarah Harrison, 30, ihre 2,7 Millionen FollowerInnen in Sorge. Von der Couch aus berichtet die zweifache, in Dubai lebende Mutter über ihren Besuch im Nagelstudio wenige Stunden zuvor, der anders als erwartet endete.